Ja, hier in dem Park, unweit vom Freiheitsdenkmal, sieht man überall diese in der Luft hängenden oder fliegenden Menschen oder Skulpturen, besser gesagt, in Menschenform. Hier ein sehr trauriges Kapitel der lettischen Geschichte. Als es hier die Barrikaden gab und die russischen Sondereinsatztruppen OMON Riga stürmten, sind zwar nur sehr wenig Menschen umgekommen, aber hier an dieser Stelle, das heißt drüben vom gegenüberliegenden Ufer, wurde auf die Menschen geschossen, die hier im Park spazieren gehen. Und so haben sie jetzt hier einen Grabstein zur Erinnerung errichtet. Es ist ein recht bekannter Regisseur in Lettland gewesen, der hier erschossen wurde. Weiß nicht, ob man das jetzt so gut lesen kann. Ja, so liegt eben die Trauer und das Grausame neben, oder ist neben den schönen Dingen zu sehen. Hier sind Menschen erschossen worden, auch hier liegen Grabsteine. Ja, das kann man leider bei Gedenksteinen. Das kann man nur bei dem der Beleuchtung hier leider nicht richtig lesen. Ja, die sind einfach willkürlich erschossen worden. Das war Anfang der 90er Jahre.